Ihr Lieben, hallo, hier ist wieder der Timotheus555 und willkommen zu einem weiteren Minecraft Let's Play. Yay! Das vierte mittlerweile. Ja, eigentlich war das so alles nicht geplant, aber ihr seht es ja schon, wir spielen Skyblock 2.1. So, bevor es losgeht, haue ich mal schnell auch die Musik an. Ich will es mit der Musik heute mal ein bisschen ruhiger angehen, deswegen ist es meistens hier Piano oder keine Ahnung was. Kommt hier überhaupt Musik? Ich höre das gar nicht. So, bin ich jetzt taub oder? Ich habe das Gefühl, hier kommt überhaupt keine Musik. Boah, leide ich irgendwie an Hörschwäche oder? Heilige Scheiße. Oh, das geht ja gut los. Okay, ihr Lieben, kleinen Moment. Ich mache eine andere Playlist an. Das ist ja viel zu leise hier. Kacke. Also mit dem VLC-Player, das geht überhaupt nicht mehr. Gott, Kindarsch, ey. Ich hoffe, das ist jetzt in der Aufnahme nicht zu laut. Gott, ey. So, den ersten Teil der Aufnahme, weißt du was? Ich könnte eigentlich nochmal ganz von vorne anfangen. Ach, das ist ein Scheiß. Hallo und herzlich willkommen noch einmal. Bis eben hat es ja nicht so wunderbar funktioniert. Ich hatte hier mit der Musik zu tun. Ich hoffe, es ist jetzt im Hintergrund nicht zu laut. Ansonsten muss ich mich entsprechend laut machen. Ja, wie ihr schon seht, ein neues Minecraft-Projekt. Das vierte mittlerweile. Ja, ich weiß. Du wolltest doch nur zwei machen. Jetzt hast du schon drei und jetzt sogar vier. Sag mal, willst du uns verarschen oder was? Nein, will ich natürlich nicht. Ja, wie ihr schon seht, 2.5., der ist heute. Das war vor rund einer Dreiviertelstunde. Ja, Skyblock 2.1. Ja, kurz bevor wir endgültig losspielen, warum nicht 1.0 oder 1.1 oder 2.0? Das kann ich euch erklären. 1.0 und 2.0, da ist die Insel, auf der man startet, ganz, ganz klein. Das eignet sich vielleicht für die, die es richtig hardcore haben wollen, aber ich gestikuliere hier gerade vorm Rechner. Ihr könnt das ja gar nicht sehen. Jedenfalls, das ist für die, die es besonders schwer haben möchten, weil da hast du wirklich nur ganz wenig Erde, ganz wenig Platz und das wollte ich ihm nicht aufzwingen. Und in der Welt 1.1, das ist mir zu einfach, um es salopp zu sagen, weil da hast du ganz am Anfang schon eine Truhe, in der das alles drin ist, was du brauchst. Und in der 2.1 ist es halt ziemlich schwierig. Die schwierigste, finde ich, ist hier bis jetzt momentan die 2.0, aber die 2.1 ist die nächst schwierigere. So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, die Musik im Hintergrund ist wirklich nicht so laut. Ich kann es nämlich gerade nicht sehen und auch nicht hören und auch überhaupt. Das ist alles ein bisschen scheiße. Weil der mit dem VLC-Player, der ist ja jetzt neu hier, 2 Punkt, was weiß ich, irgendwas. Naja, egal. Ausgewählte Welt spielen. So, und bevor sich jetzt wieder einige Leute aufregen, die Welt ist modifiziert. Man glaubt es kaum. Das liegt aber, liebe Leute, daran. Oh, wieso geht das jetzt hier so? So viel zum Konvertieren ist doch hier gar nicht. Das liegt aber daran, dass wir uns hier in einem. Man kann es vielleicht auch an dem Boden sehen. Das liegt daran, dass wir uns hier in einem Schneebiom befinden. Das heißt, ursprünglich steht hier in dieser Welt ein richtiger Laubbaum. Oh, hier ist noch falsches Laub. Entschuldigung. Hier auch überall. Scheiße. Ja, ich habe das mit Too Many Items, habe ich das ein bisschen modifiziert. Spielen wir überhaupt auf Easy? So, ja, da hinten müssen wir hin. Okay, kurz noch was zu Skyblock. Man startet halt auf dieser kleinen Insel, hat nur, ich weiß gar nicht, ich glaube, 1, 2, 3, ja, 3 Blöcke Erde. Dann hier unten drunter ist noch ein Bedrock, damit, wenn du wieder spawnst, auf sicherer Ebene landest. Da drüben ist eine Sandinsel mit einem Kaktus drauf und einer Truhe, die man jetzt momentan nicht sieht. Vielleicht können wir noch ein Stück hingehen. Nein, das bringt auch nichts. Okay. Runterfallen darf man nicht. Ich hatte auch noch eine Aufgabenliste, die habe ich jetzt auch nicht. Da ist egal. Das wird ja eine Weile laufen, das Let's Play. Hier runterfallen sollte man übrigens nicht. Da stirbt man halt, aber das könnt ihr euch ja sicher ausmalen. So. Jedenfalls habe ich das mit Too Many Items, ja, habe ich das hier alles ein bisschen modifiziert und habe versucht, hier eine Art Baum zu erstellen.
Aber okay, lange Rede, kurzer Sinn, die Sonne steigt empor und hier haben wir einen Lavaeimer und einen Eisblock. Lavaeimer und Eis, ja, ganz klar. Was macht man da draußen? Ja, nichts. Es gehört natürlich zu den ersten Aufgaben, sich Stein zu beschaffen. Und Stein macht man, die wäre beinahe runtergefallen. Stein macht man sich, indem man, ich muss die nur mal umpflanzen, nicht, dass ich die noch verliere irgendwie. Ein Cobblestone-Generator machen wir uns jetzt. Hierfür haben wir eine Erde, zwei Erden, drei Erden und vier Erden. Yay! Den hier machen wir, wächst gleich Gras drüber, ich glaub's aber. So, ihr Süßen. Jetzt machen wir hier den Eisblock hin und hier den Lavaeimer und das machen wir kaputt. Yay! Cobblestone! Cobblestone! Ray! So, die Truhe stört hier natürlich auch wieder immens, deswegen machen wir die hier gleich nochmal so. Die machen wir gleich nochmal weg hier. Bitte nicht runterfallen. Danke. So, wo machen wir die hin? Stellen wir die erstmal da drüben hin. Da stürzt sie wenigstens nicht. Jetzt müssen wir uns hier erstmal Holz abschlagen. Ich hoffe, dass das Holz nicht runterfällt. Wobei man natürlich. Mache ich das jetzt mal am besten? Shit. Scheiße. Scheiße. Machen wir mal hier so ran. Ich will nämlich wenigstens einen Seed haben, sonst bin ich ganz schön am Po. Weißt du? Aber ist ja verständlich, oder? So. Das war's erstmal mit der Erde. Holen wir uns mal hier noch welche. Und diese hier. Erde sollte übrigens keine runterfallen. Vielleicht als Anmerkung so nebenbei. Weil Erde ist so ziemlich das Wichtigste, das Wertvollste, was es hier gibt. Weil da haben wir nur begrenzte Stückzahl. Und dieser Block war ein einziger Fail, fällt mir gerade so auf. Wie macht man das jetzt? Warte, dann tun wir das hier weg. Komm her. Und diese hier machen wir auch noch weg. Und den hier können wir auch noch weg. So, und diese 8 können wir dann dementsprechend noch hier rum machen. So. Also. Weg. Also wie gesagt, der Baum ist nur modifiziert, weil Laubbäume, ganz normale, die wachsen in diesem Biom nicht. Deswegen ist das hier ein anderer Baum. Sorry für alle die sich jetzt aufregen. Ihr müsst das Let's Play nicht gucken, ja? So. Die Erde kriegen wir früher oder später noch wieder. Da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, höchstens ich. Weil ich bin ja hier der verdammte Beamte, der diesen Rockmist hier verzapft. Ich muss immer mal ein bisschen aufpassen, aber ich mach mal lieber jetzt gleich schon das Laub weg. Bitte ein Sapling, das wäre ganz, ganz toll. Ich habe die Welt natürlich schon mal angespielt. Da habe ich dann sage und schreibe zwei rote Äpfel bekommen. Ja, das war nicht allzu toll. Und wieso kriege ich denn jetzt hier kein Sapling eigentlich? Das finde ich jetzt nicht so gut. Eieiei. Und ich merke schon wieder, das Headset-Kabel auf meinen Beinen rumrutschen. Das hasse ich ja wie die Pest, aber er kennt mich. So, und es ist auch kein Holz zu viel, wen das interessiert. Gut, das ist hingefallen. Meine Fresse. Also ich kann jetzt wirklich nur, warte, ich mach's nochmal lieber ein bisschen leise, weil können sie ja im Nachhinein, kann ich dann noch ein bisschen lauter machen, die Musik. So. Es sind 6 Holzblöcke, die du bekommst und ich habe auch hier wieder 6 hingesetzt. Und warum kriege ich keinen Sapling? Ey, am Ende muss ich hier wieder too many items reinhauen. Ah, oh, scheiße. Gott, oh Gott, oh Gott. Da sind jetzt noch, glaube ich, 6 Blätter. 6 Laubblätter. Oh, da ist ein Sapling. So. Diesen Sapling stellen wir natürlich hier gleich irgendwo hin. War jetzt hier schon nichts mehr drunter. Uieieiei. Okay, Leute, dann stellen wir den Sapling mal hier hin. Einfach. So, das Laub da oben müsste irgendwann dann noch verschwinden. So, das Eis ist mittlerweile wieder gefroren. Ein weiterer eindeutiger Beweis dafür, dass es sich hier um ein Schneebiom handelt. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Holz machen wir mal so, so, so und so.
lassen wir mal zwei Holz übrig für eventuelle Kohle. So, jetzt machen wir also den hier. Haben wir eine Werkbank und Stickies können wir auch noch machen. 4 Stück reicht erstmal. So, ich bin es gewöhnt, das alles einfach irgendwie ins Inventar zu klatschen, aber bei Skyblock ist es empfehlenswert. Ist es empfehlenswert, einfach. Ja, wie soll ich sagen? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll jetzt. Einfach das alles unten in die Leiste zu tun, damit man sieht, was man hat. So, eine Holzspitzhacke, die reicht auch erstmal. Den Rest, besonders die Erde, die dürfen wir in keinem Fall verlieren. Und das Holz sollten wir auch nicht verlieren. Also wir tun einfach alles hier rein. So, jetzt wollte ich mal noch kurz gucken. Die eine Erde könnte man noch gut gebrauchen. Für eventuelle... Macht man das jetzt mal? Scheiße.